Artikelnummer SCP-015. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. Es ist unmöglich, SCP-015 zu bewegen und es wird daher vor Ort verwahrt. Um die gesamte Struktur, welche SCP-015 beherbergt, ist dauerhaft ein 2 Meter Spalt einzurichten und zu warten. Es dürfen keinerlei Strukturen in Kontakt zu SCP-015s aktuellem Verwahrungsgebäude kommen. Erkundungen sind erlaubt, allerdings nur in Dreierteams, ausgerüstet mit vollständigen Sicherheitsleinen und GPS-Tracking. Jedes aus SCP-015 herausragende Teil ist zu kappen, zu versiegeln und die Stelle zu verzeichnen und zu protokollieren. Innerhalb von SCP-015 sind gewaltsame Tätigkeiten untersagt. Hand- und Elektrowerkzeuge sind nicht erlaubt in SCP-015. Es dürfen nirgendwo in SCP-015 Reparaturen oder Wartungen durchgeführt werden. Beschreibung: SCP-015 ist eine Ansammlung von Rohren, Ventilen, Boilern und verschiedenen anderen Rohrleitungsgebilden, welche ein Lagerhaus in vollständig ausfüllt. Es scheint, dass die Rohre wachsen, wenn sie unbeobachtet sind, und versuchen, sich mit benachbarten Strukturen mittels des Abwassersystems und Untergrundrohrleitungen zu verbinden. Nach gegenwärtiger Schätzung beläuft sich die Länge der Rohre in SCP-015 auf 190 Kilometer, mit Durchmessern zwischen 2,5 cm und 1 Meter. Einige Rohre wirken neu, während andere verwittert sind und tropfen. Die Rohre bestehen nach Beobachtung aus Knochen, Holz, Stahl, gepresster Asche, Menschenfleisch, Glas und Granit. Es wurden keine Rohre gefunden, die aus Blei, PVC, Kupfer oder anderen für die Herstellung von Rohren üblichen Materialien bestehen. SCP-015 reagiert mit Aggression auf Werkzeuge. Personal, welche sich gewalttätig verhalten, Werkzeuge mit sich führen oder versuchen, SCP-015 in irgendeiner Weise zu beschädigen oder zu reparieren, lösen eine Reaktion aus. Alle Rohre in der Nähe des Subjektes platzen und besprühen das Subjekt für mehrere Sekunden, bevor der Ausfluss plötzlich stoppt. Berichten zufolge beinhalteten die Rohre bereits Öl, Quecksilber, Ratten, eine bis jetzt nicht identifizierte Insektenart, Milchglas, Meerwasser, Innereien und geschmolzenes Eisen. Es platzen so lange weitere Rohre bis zum Eintritt des Todes oder eines Rückzugs. SCP-015 wurde auf sein derzeitiges Gebäude zurückgestutzt, nachdem es mit 11 anderen Strukturen im Umkreis verbunden war. Zum aktuellen Zeitpunkt wurden 11 Mitarbeiter getötet und 20 werden immer noch vermisst. Es gibt Berichte über Klopfen und Schreie, welche aus SCP-015 dringen.